Warum brauche ich eigentlich einen Batteriewechselrichter? Es gibt zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man Speicher installieren kann. Auf der einen Seite die Gleichstrom-DC-Seite, auf der anderen Seite die Wechselstrom-AC-Seite. Wenn man eine neue Photovoltaikanlage installiert, kann man normalerweise den Speicher auch mit in den Wechselrichter integrieren. Macht das Ganze natürlich einfacher. Auf der anderen Seite haben viele Leute bereits eine Photovoltaikanlage, damals aber nicht daran gedacht, den Wechselrichter danach auszurichten, dass ein Speicher nachgerüstet wird. In diesem Fall haben wir da die Lösung, nämlich den SMR Sunnyboy Storage mit dem LG Chem Reso 10H. Der SMR Sunnyboy Storage, der Batteriewechselrichter, ist extrem leise und hat das WLAN bereits integriert. Ich kann Ihnen dieses Speichersystem vor allem dann empfehlen, wenn Sie eine einfache Speichernachrüstung suchen.